mal, hier geht's rein. Oh Mann, die arme Sau. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Okay, Moment. Das geht anders an. Dunkel wärst du gar nicht mehr. Da sind sie, oder? Nee. Das ist mein Sturmgewehr. Voll in den Arsch geschossen. Vielleicht kann man dich schießen, jetzt treffe ich dich. Ich muss kurz nachladen. Das soll ich mal. Ich muss den Scharfschütze. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Nachschub. Granate. So funktioniert das. So, ein bisschen Loot einsammeln und schon können wir weiter. Sehr schön, sehr schön. War doch ganz einfach. Geiseln beim Wein. Oh mein Gott, wo sind die Geiseln? Vorsicht! Zivilisten sind in Sicherheit. Von draußen kommen welche. Ja, ich seh's. Immer dabei zu haben. Klar, haben wir auch nichts Besseres zu tun. Ich geh nochmal in den Raum rein, gucken, ob es was gibt. Aber es sieht nicht danach aus. Nicht so schön. Einmal kurz. So. Anders hingesetzt. Seit ihre Ausstattung ist überholt. Ach, das krieg ich die ganze Zeit. Ja. So, lass uns mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Dann dahin. Es war relativ weit zu laufen, aber hilft ja nichts. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen. Warte mal, ich muss mal kurz. Jupp, ab. Ja, warte mal. Ich überlege gerade, ob ich die umfunktioniere. Dann müsste die eigentlich ja besser sein. Und zwar um
besser einen stabileren Fuß. Dann nehmen wir definitiv das. Okay. Dürfte der eigentlich fast gar nichts mehr haben. Und jetzt muss ich darüber. Das ist weh. Hat zwar keine 100 Schuss mehr, aber die sollte besser angeblich sein. So, dann können wir weiter. Ich bin gerade auch noch Sachen am Zerlegen. Voll. So, alles klar. Ich möchte ein besseres Scharfschützengewehr. Ich auch gerne, so ist es nicht. Du hast ja schon ein besseres als ich. Hören Sie jetzt etwa auch zu den Bösen? Weiß ich nicht, ob das besser ist. Für dem helfen? Nein. Der Hund kackt sich auf die Straße, das kann doch gar nicht. Das ist ordentlich. Hast du dir mal die Stadt angesehen? Ich glaube, da juckt es einem nicht mehr, wo der hinscheißt. Echt? Ware lokalisiert. Lade direkt los. Hoch. Die zieht ein bisschen rüber, habe ich das Gefühl. Okay. Ich starte, hole statt du. JTF-Verstärkung angefordert. Oh, hinter mir. Okay. Warnung, Gegner nähern sich. Die andere Richtung. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Scharfschützen mit dabei. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Andere Richtung. Oh, ein schweres Magazin, das könnt ihr irgendwie einsetzen. Das hat nichts gebracht. Mir gefällt die neue Waffe da überhaupt nicht. Viele, ja. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Ja. Okay, dann gucke ich wieder auf die Karte. Da ist der nächste Kampf.
Mein Freund Vic hat mir verraten, dass seine Cleaners-Kollegen eines unserer Vorratspakete klauen wollen. Vic ist ein guter Kerl. Ich wusste, er kommt zurück. Wie auch immer. Achtung. Die dürfen die Vorräte nicht in die Finger kriegen, sonst ist hier die Kacke am Dampfen. Ich bin bereit. Geht los. Mr. Agent? Ja, erstmal Geiselrettung. Schreit sowieso in die gleiche Richtung. Das Piepen. Ich habe sie nicht gefunden. Deswegen dachte ich, ich gehe mal näher. Euch mache ich alle. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Oben. Schlüssel suchen. Ein Schlüssel, der ist lustig, der ist lustig, der ist schön. Wird irgendwo auf was Grünes oder so angezeigt. Die Geiseln befreien. Oh, da ist was. Das müssen ja wieder Klamotten sein. Na, schön zum Anziehen. Mal kurz nach einer Drohne umgesehen, aber hier ist keine. Eine Drohne, die ist lustig, eine Drohne, die ist schön. Was hab ich? Hm? Nö, geht nicht. Hier ist die Tür. Kann ich eigentlich öffnen, wenn du den Schlüssel hast? Die Westen sind in Sicherheit.
Geht aus dem Weg, ich will rein. Nix. Ah, doch, hier. Ein Schrank. Ein Müsli-Riegel. Essen. Wir dürfen wieder Fahrstuhl fahren. Wow, 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 chill mal, ist nur ein Fahrstuhl. Bitte drücken Sie den Knopf. Die Türen schließen sich. Bum, bum. Und auf einmal ist schwarzer Bildschirm. Oh, Moment. Achso, ein Hilfepaket. Habe ich noch alles? Ja, ich auch. Also, es war auf jeden Fall eine entscheidende Heilstation, damit zu nehmen. Ja, sehr, sehr hilfreich. Okay, ich gucke auf die Karte. Er guckt auf die Karte. Es geht nach Süden. Das ist schon wieder Ärger, oder? Warte mal, jetzt ist. Können wir das eben noch machen? Ja. Da braucht jemand Hilfe. Als Hose. Hier geht's nicht lang, also hoch. Yep, hier ist das nächste. Hi. Kann ich da rein? Aber hier ist das nächste. Ja, da rein. Ist das nicht genau das, wo wir eben drin waren? Nein. Keine Ahnung. Oh, hier. Fahrstuhl. Kommst du? Fahrstuhl noch mal da hinten. Ja, das ist, glaube ich, das, wo wir eben drin waren. Hier ist keine Markierung mehr. Hier ist eine Markierung hier drin. Die zeigt raus, aber ich denke mal, das bedeutet Knöpfchen drücken und dann. Die heißt nach unten. Weil das ja eine Ellipse ist. Ein Kreis. Oh, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Ja. Ah, okay. Nächste. Hier ist der letzte. Hier verliert man die Spur. Kann ich nicht einsammeln. Ah, doch jetzt. Irgendwas klopft von draußen an das Ding. Halt dich auf den Kampf bereit. Achso, wieder so einer. Schweinehund, man haut nicht auf Tote. Stopp. Machen.
Schon wieder? Schon wieder? Ja. So räumt man die Stadt auf. Boom. Alle aus dem JTF, Leute. Die brauchen wahrscheinlich unsere Hilfe. Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Nein. Danke. Was? Ich hab Nein gesagt. Okay, holst du sie wieder und ich soll beschützen, oder? Wird nicht so einfach, weil die sind echt weit weg. Ah, das einer oben, einer unten. Ich glaube unten zu dem. Wo sich geradeaus soll ein Gegner sein. Hinter uns? Ah, dann wahrscheinlich im Gebäude. Hier ist eine Tonaufzeichnung. Also, falls ihr den offiziellen Wortlaut bevorzugt, hier ist er. Mit sofortiger Wirkung arbeiten wir mit der Division zusammen. Unsere Einsätze werden gemeinsam geführt. Wir haben gewisse Freiheiten bei der Strategie und Umsetzung. Aber die Division-Agenten haben das letzte Wort, wenn es darauf ankommt. Hoffen wir, dass es nie der Fall sein wird. Wenn ihr im Einsatz seid, müsst ihr nicht warten, bis irgendein Division-Macker euch sagt, dass ihr den Abzug drücken sollt. Hast du gehört? Wir haben das Sagen. Ja. Und trotzdem schicken sie uns Vorräte holen. Oh, wir müssen Vorräte holen, ey. Bin ich einverstanden, wenn er mir weiß. Hier ist noch eine Telefonaufzeichnung, sehe ich gerade. Okay, aufgepasst, hört mal zu. Ich bekomme eine Menge Fragen zu dieser Directive 51 und den Leuten mit den orangenen Armbanduhren und dem ganzen anderen Scheiß, der hier abgeht. Und von dem keiner weiß, was das soll. Also, heute ist euer Glückstag. Ich gebe euch eine Kurzfassung und danach will ich keine Fragen mehr hören. Gut, das Wichtigste zuerst. Ja, wir müssen das tun. Directive 51 kommt direkt aus dem Büro des Präsidenten. Das heißt, daran ist nicht zu rütteln. Wenn sie jemand in Kraft setzt, müssen wir spuren. Bleib mal kurz oben. Okay. Kommst du mit dem Paket? Ja. Gut. Dann kommen noch mehr. Habe ich nicht gesehen. Dann habe ich nicht gesehen. Ja, ist klar. Was ist da los? Ey, die verschanzen sich hier, als wenn sie gleich sterben, ehrlich. Und wir dürfen laufen. JTF informiert. Waren nur zwei? Ja. Scheiße, ist auch voll mit den Gegnern hier. Ich will die Punkte haben. Erinnert mich das Parkhaus sowas immer an GTA, wenn wir immer bei GTA 3 Parkhäuser hochgefahren sind, um oben über die Kante wieder runter zu fliegen. War das schön. Ey. Da hier geht's nicht weiter. Wand. Da ist das. Da drin bleiben. Sonst achten sie mal auf Wände, damit alles stimmt und da ging gar nicht. Da ist er. Deren Strategie ist töten, du Witzbold. Die schlagen wir.
Wir sehen euch überall mal hängen. Ehrlich, die hängen überall ab, weißt du, aber arbeiten können sie nicht. Warte mal kurz. Sonst werde ich in die falsche Richtung. Okay. Mal so falsch. Irgendwo in die lang, dann müsste es gleich umspringen. Doch, warte mal. Ist es zu glauben, dass dieser Big G, ein Großkotz, wie er im Buche steht, überall posaunt, dass er der Boss in dieser Nachbarschaft ist? Und er tut Leuten, die dies nicht verdient haben, um das zu beweisen. Ich glaube, wir beide wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Ich komme da nicht mehr früher weg. Nur er? Sieht so aus. Guck mal! Ich spiel Verstecken mit ihm. Was? Oh, nö. Nö. Ich hab nö gesagt. Vorsicht, die piept was? Ja. Okay, das sind mehrere. Ich markiere mal. Ja, warte, ich kann hier leider nicht. Scharfschütze. Yep. Oh, die waren alle zwischen diesen verdammten Scharfschützen. Scharfschütze down. Nur weil die geplündert haben, heißt noch lange nicht, dass es euch gehört, ey. Nein! Oh, ich sehe nix. Er läuft weg. Übles Piepen. Ich hab nicht mehr viel Munition. Oh, Vorsicht, geh in Deckung. Hinter uns kommen sie. Oh, für die habe ich keine Muni mehr. Ich habe volles
Ja, ich habe vor den Kopf geschossen und ich treffe ihn nicht. Alter. Was im Arsch. Ja, ich auch. Hey, falls jemand fragt, sagen Sie ruhig, dass Sie ein Freund von mir sind. In dieser Gegend ist es von Vorteil, mein Freund zu sein.